So Leute, da sind wir nochmal hier und zwar heute geht es um diesen hübschen kleinen Bullet. Eigentlich habe ich einen Bullet RS in schwarz-gelb. Mir ist allerdings mein Schlüssel abhanden gekommen, das war der letzte. Und ein Ersatzschloss gab es gebraucht nicht lange Zeit, wochenlang, monatelang. Und so wäre die einzige Option gewesen halt, für 200 Euro beim Distributor in Österreich was zu kaufen. Dann hat mein Vater sich der Sache angenommen und hat gemeint, dann kaufe ich doch lieber einen Schlachtroller für 200 Euro. Das war dann der hier. Und da seinem Bastlerfreund das zu schwierig gewesen ist und zu friemelig, einfach das Schloss auszutauschen, hat er dann von meinem gelben RS den Motor genommen und hier dran gebaut und hat dabei so ein bisschen was Mist gebaut. Auf jeden Fall läuft die Sache jetzt gar nicht mehr rund und der Problemroller wird fortgesetzt. Und jetzt habe ich halt hier das Problem, dass ich weiß nicht genau, was jetzt der Grund ist. Auf jeden Fall, ich komme keinen Berg mehr hoch. Und die Kiste geht mir aus, wenn ich dran bleibe. Ja, und jetzt will ich euch mal zeigen, was passiert. Und zwar, also anspringen tut er ganz normal. Leerlauf ist auch alles tutti. Ja. Aber ja, wie man hier vielleicht sieht, ist eine ganz minimale Steigung und das ist ihm dann schon zu viel. Dann rolle ich vielleicht 2-3 Meter. Und dann droht er auszugehen. Hat er keine Power mehr. Okay, starten wir mal. So, wie man sieht hier, pendelt sich ganz normal ein. Mit E-Choke bei 2500 ungefähr. Jetzt geht es langsam runter. So. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt anfahre. Jetzt fährt er erstmal an. So, und das war's. Ich bin nicht vom Gas gegangen. Jetzt ist er aus. Hatte sich selbst abgesoffen quasi. So. Und das gleiche wieder. So, jetzt komme ich gar nicht mehr weiter. Also ich kann nur ganz wenig Gas geben, sonst fühlt es sich so an, als würde der Riemen stecken bleiben und die Kiste würde sich selber abwürgen. Und je wärmer der Roller ist, umso schlimmer wird das Phänomen. Ich muss immer wieder neu Gas geben, damit er noch weiter fährt. Ja, Leute.
geht gar nichts mehr. So, jetzt ist wieder gerade Strecke. Bergauf ist beendet. Und jetzt fährt er wieder. Aber auch hier ist dann bei 7000 Umdrehungen Schluss, dann fängt er auch wieder an, irgendwie durchzurutschen, so gefühlsmäßig. Ja, okay, sogar schon bei 6000. Ja Leute, keine Ahnung was das ist. Bin mal gespannt, ob ihr eine Ahnung habt.